Auch in den grauen Wintermonaten, wenn die Sonne vergeblich die Wolken zu durchdringen versucht, hat eine Hafenstadt am Meer ihre Reize. Morgens begeben sich die jungen Leute frohen Mutes an ihre Arbeit. Man sieht es den Gesichtern an, dass sie sich ihres Lebens freuen. Und wenn auch der Alltag mit seinen Pflichten ruft, man hat immer noch Zeit für ein zärtliches Geplauder. Dieses ewige Bonbon-Gelutsche. Wenn dich mal einer küsst, bleibt er kleben. Soll ja keiner. Wird auch keiner. Nach des Tages Arbeit ist die Jugend um ihre geistige Fortbildung bemüht. In dieser Stadt mit den altväterlichen Sitten herrscht immer noch der rechtschaffene Geist ehrbarer Kaufherren. Der Zug ist auch verrostet. Ein Herr von der Oper hat sie mir gebracht. Ich dachte, ein Schrotthändler. 10 Mark. 30. 15? 25. 18? 24. Halt Mund. 23. 20? Mein letztes Wort. Gemacht. Aber auch in dieser Stadt ist die Zeit nicht stehen geblieben. Nach Feierabend findet der Bürger Entspannung im mondänen Rahmen weltstädtischen Nachtlebens. Auch einen Martini? Nein, danke. Ich habe gerade zu Hause Kakao getrunken. Die Jugend genießt das Leben in vollen Zügen. Die ältere Generation aber pflegt daheim in gemütlichem Gespräch das trauliche Familienleben. Ach, wenn das mein Sohn wäre, Windelweich, würde ich den schlagen. Das ist aber nicht dein Sohn! Na Gott sei Dank, ich würde mich totschämen für so einen ungeratenen Rüpel. Ach, den Rüpel nimmst du sofort zurück! Ach, du bist ja verrückt mit deiner Affenliebe! In dieser Stadt mit ihren vollen Kanälen spielt der Engel, der seine Harfe versetzte. Ein neuer Film von Kurt Hoffmann. Sie wollen Geld? Ja. Würden Sie mir etwas leihen? Für die Harfe? Mit Harfen hatten wir noch nie etwas zu tun. Ich muss meinen Chef fragen. Entschuldigen Sie. Der Engel, der seine Harfe versetzte. Ist es wirklich ein Engel? Wenn einer nochmal Engel sagt, dann schlage ich um mich. Deine verdammte Glückseligkeit kostet mich 250 Mark. Wo ist denn das Mädchen? Ja, ja. Wo ist sie denn? Ja. Wo steckt sie denn? Ich habe die ganze Zeit bei der Tür gesessen. Da kann sie nicht raus sein. Ach. Hat sich in nichts aufgelöst wie ein Bonbon. Oder sie ist zum Fenster rausgeflogen, wie ein Engel. Na, ihr Typ's ja. Wo der Engel mit seiner Harfe hinkommt, löst sich alles in Wohlgefallen auf. Ach, Klaas, warum ist Liebe bloß so was Trauriges? Keine Ahnung, Lisa. Was ist denn das? Die haben wir für Sie gesammelt, Herr Wittmann. Ist ein Geschenk vom Club? Damit Sie nicht mehr böse sind. Nicht weiter sagen.